Der Ball war von Parale nicht mehr zu bekommen. Ausgleich 6:6. Und Lehmann bleibt bei der Angabe. Nach Absprache der Schiedsrichter geht der Punkt doch an Schwerin. 7:6, der Ball war abgefälscht von da außen aus. So hat es der Linienrichter angezeigt. 7:6. Julia Retzlaff wird vom Feld genommen. Anja Brandt kommt zur Aufgabe bei Sperrin. Thum schlägt den Ball in den Block von der Ausgedenz aus. 7:7. Adam Ilic bei der Angabe für die Gäste. Da behindern sich die Schwerinerinnen gegenseitig. Und so 7:8 aus der Sicht der Schwerinerinnen führt zur ersten technischen Auszeit in diesem Satz. Technische Auszeit ist beendet. Adam Ilic bei der Angabe. Bestand 7:8. Und der Ball ist drin. Patricia Thormann mit dem 8:8. Gleiche Tritt nun zur Angabe an. Der Ball ist knapp aus. 8:9. Parales Ball ist etwas zu weit. Der Ball im Aus. 8:10. Manja Simank bei der Angabe. Und der Block von Charlie Jans zum 9:10 aus der Sicht der Schweriner SC. Denise Hanke tritt nun an zur Angabe.
Der Ball im Feld. Dumm, erfolgreich und unverletzt. Zum 11:9 für die Gäste. Und sie tritt auch an zur Angabe. Da geben Parale mit dem Crossschlag zum 10:11. Lisa Thomsen tritt an zur Angabe nun für den Schweriner SC. Parale in den Block von Lehmann zum Ausgleich 11:11. Und die Halle steht. Parale mit dem Punkt nach dem klasse Save von Thomsen in der Mitte. 12:11 für Schwerin. Und Lehmann mit dem Crossschlag zwischen dem Block durch. 12:12. Den können die Schwerinerinnen nicht mehr retten. Lehmann mit dem Punkt für Duell 12:13. Rapajic bei der Angabe. Parale scheitert am Block, 12:14. Und Parale zwischen dem Block durch, 13:14. Jans bei der Angabe für Schwerin. Und er den Block von da aus ins Feld. Julia Rettler 14:14. Heute ein erfolgreicher Block für Schwerin.